Stadttraining steht heute für Max und Finn. Eine lange Autofahrt auf dem Programm. Die Koffer und Taschen sind gepackt und es geht nach Berlin. Es geht zu den Eisbären Berlin, zum legendären GASAK Cup der U11 im Sportforum Berlin im alten legendären Wellblechpalast. Das sind jetzt schon Aufnahmen von heute Morgen, Samstag. Und gleich geht's los. Um 7 Uhr haben sich die Spieler getroffen. Um 8.20 Uhr steht das erste Spiel auf der Agenda. Und so sieht's hier aus im Wellblechpalast, im Sportforum Berlin. Der Wellblechpalast ist die alte Spielstätte der Profis der Eisbären, bevor sie dann umgezogen sind in die große, neue, moderne Arena. Und gleich im ersten Spiel des Tages standen die Gastgeber den Spielern aus Deggendorf gegenüber. Den mussten sie sich danach nach den zwei Hälften A16 Minuten dann geschlagen geben. Aber wir wollten ja unbedingt ein paar Bilder zeigen vom ersten Puck des Tages. Und die seht ihr hier. Und das war ja der erste Puckanwurf, der erste Bulli des heutigen Tages. Und wir spielen gleich gegen die anderen Löwen aus Dresden. Wir berichten bis dahin und tschüss.